speichert Wasser? Core Fuel Status. Water. Müssen wir das Wasser rauspumpen? Ich verstehe es gerade nicht, warum da jetzt. Das ist jetzt so eine weiße Flüssigkeit. Warte mal, wo ist denn der eine? Der müsste ja doch hier hinter sein, oder nicht? Ne, das ist der Block, okay. Macht nichts. Ist gar kein Problem, wir kommen dahinter. Tun wir mal gucken, dass wir nochmal hier einen eben machen, wenn wir da hochlaufen. Also den Block auf jeden Fall wieder los, denn ich will jetzt nicht immer so massenweise Material bei mir schleppen. Da ist aber noch was. Ich möchte eigentlich so viel möglich nur mich auf Mods konzentrieren, wenn ich da gerade mit arbeite. Oh, da war noch so ein komischer Hut, den sie haben wollen. So. Das ist dann der. Macht er den auch so? Das ist dem, glaube ich, Schnurz piepegal, oder? Anscheinend ja. Sauber. Gut. Das heißt, wir packen unsere Silikonpresse wieder rein. Schmeißen das hier rein. Machen wir noch einen Stack. Nein, wir lassen erstmal das Deck laufen, den wir momentan haben. Die Q-Idee behalten wir mal. So. Dann schmeiße ich mich mal wieder in diese Richtung. Kann das ein bisschen arbeiten. Müssen wir gucken, ob wir die dann automatisieren lassen. Oder nicht. Weiß ich aber noch nicht, wie es funktionieren soll am besten. Wo haben wir diese komischen Stones denn? Ja, Sky Stones. Und die Flux, die sind alle hier. Ich muss jetzt wieder auf den Mod gehen. Und zwar DML Controller. Die sieht, sie habe ich über Nacht jetzt laufen lassen. Also ich muss euch sagen, das ist wirklich anstrengend, diese Dinger zu züchten. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, vielleicht wisst ihr irgendwas, Bescheid. Da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ich da eine kleine Information bekommen würde. Skystone Block. Oh, ich muss den Skystone brennen. Okay. Das heißt, wir brauchen ja eh nur 32 Stück. Warte mal, ich würde sagen, wir haben doch, glaube ich, hier ein Stack. Wir tun uns mal ein Stack in Ruhe brennen lassen. Ja, lassen wir mal brennen. Dann haben wir eine bessere Chance daran. Macht er jetzt eigentlich drei Sachen gleichzeitig? Ja. Kümmert sich auf jeden Fall um alles. Kann man eigentlich so machen. Und sich um den ganzen anderen Rest auch kümmern. Drei Stück. Dann haben wir guten Platz da vorne gefunden. Müssen wir die Baumfahrten. Momentan müssen wir die Baumfahrten nicht laufen lassen. Das Feld, das muss definitiv noch weg. Der Berg muss noch weg. Tschüss. Der Berg muss noch weg. Und das muss auch noch angepasst werden. Also wir müssen auf jeden Fall die ganze Landschaft hier noch komplett flach kriegen. Dahinter diesem Berg, wo der Ritualaltar ja noch ist, wo wir gestern noch ein bisschen rumhantiert haben, muss natürlich auch komplett weg. 21 Steine. Meine Güte, ey. Kommt der da gar nicht hinterher oder so? Doch. Der hat genug Strom. Weil wir fahren momentan. Warum fahren wir momentan auf Plus? Wir momentan. Ach, die Kirby ist aus. Stimmt. Die Kirby ist aus, deswegen ist er wieder auf Plus. Okay. Ah, gutes Wasser. So. Haben wir einen Schluck mal gegönnt. Jetzt warten wir ja. Damit können wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Und dann sollten wir schauen, dass wir vielleicht entweder übertreiben, was gleich mit einer 64er Festplatte. Oder machen uns ganz viele kleine. Das weiß ich noch gar nicht. Das hatten wir uns gar nicht. Eigentlich wollten wir ein paar größere machen. Aber da sollte man natürlich auch probieren. Das war vielleicht entweder bauen wir einen großen Server rum, ganz viele kleine Festplatten. Ein Abschnitt, wo mittlere und ganz große sind und die nachher nach und nach wieder austauschen. Aber das weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, wir bringen das jetzt erstmal hier an. So. Jetzt habe ich noch Stromkabel. Ja, ich habe von den 20.000 an welche. So. Nämlich die 5. Ist jetzt die Frage, machen wir uns diese Bank dazwischen oder nicht?
Ist natürlich eine interessante Frage. Okay, hat auf jeden Fall noch Strom in Reserve. Ja, er läuft dafür. SME läuft vorab erst auf so einer minimalen Stufe. Okay. Ja, soll er erstmal laufen. Kann auch ich auszoomen. Dann ist es egal. Haben wir. Was wir jetzt nun brauchen, sind natürlich Driver und Kabel zu Anfang. Driver hier. Da brauchen wir noch zwei Stück von denen. Okay. Gut, dass wir gerade etwas schon gemacht haben. Da brauchen wir wieder den. Da brauchen wir Dias. Dann sollte ich da mal vielleicht ein paar mehr machen. Wollen wir denn unsere Dias? Ja, machen wir. Machen wir uns gleich 10 Stück. Und vielleicht noch irgendwo ein paar Dias. Ne. Da müssen wir uns gucken, dass wir auf jeden Fall eine Dia-Fabrik machen, weil wir haben uns ja, wie man sehen kann, haben wir ja die Pigments da drin, ne? Jetzt nicht so massiv, jetzt nicht mehr spawnen, weil ich jetzt oben kein nichts angebaut habe. An Strom. Massiverweise, sagen wir das mal so. So falscher. Den, den. Dann schmeißen wir den schon mal hinterher. Und dann machen wir 10 Stück davon. Achso, wir können eigentlich ein, zwei. Dass man. Ich habe doch noch hier unten. Da komme ich gar nicht dran, oder? Ja, den lasse ich, aber sie ist noch. Charge. Charge. Zertus Quartz. Ich weiß nicht, ob wir das von vorne und so steuern können, weil ich habe. Ich kann ja noch die von dieser Smeltery nutzen. Das ist, glaube ich, gar kein Problem. Da haben wir noch einen. Stimmt ja. Centus sagte uns, den hatte ich da hinten schon in diesem komischen gelben Hopper. Achso. Einen habe ich ja noch hier. Schauen wir mal, ob wir noch eine Kiste haben. Ja. Wenn die jetzt natürlich damit auch funktionieren, an dem Squiber wäre das natürlich gut, dann haben wir schon welche. Sie sehen ein bisschen eigenartig aus, sagen wir mal so. Es ist aber okay. Man kann damit arbeiten. Ist hier noch was drinne? Nein, das heißt, wir könnten den rein theoretisch erstmal abbauen. Tank empty, dann machen wir nach rechts hin nichts. Und zwar machen wir dann den dahin, den dahin. Das heißt, normalerweise sollte jetzt der raus, der da rein, der da rein, der da rein. Okay. Der geht nicht von da rein. Ist der. Okay, er ist da eingeflogen. Ich wollte gerade sagen, geht der kaputt? Von wo wird der jetzt so angesteuert? Von da nicht, von da nicht. Ich könnte jetzt nur noch von hinten. Aber das ist natürlich blöd. Oder es funktioniert nicht mit den Hoppern. Was mich leicht irritieren würde, wir können es aber ausprobieren. Wir nehmen einfach den mal raus und nutzen diesen Natura-Hopper hier. Und sagen dem. Okay, mit dem geht es auf jeden Fall. Und muss gehen. Das heißt, wir müssen es von woanders ansteuern. Okay. Stimmt, kann ich der. Jetzt dann muss hier, glaube ich, rein, ne? Du kleine Nervensäge, habe ich dir nicht was gesagt? Hau ab. Geh einfach weg, ich boxe jetzt einfach mit dem Natura-Hopper. Bleib da. Tschüss. So. Kann nicht sein, dass es. Ach so. Ja gut. Das musst du natürlich gehen, ne? Aber nicht von hier. Ach, okay. Dann mach du mal. Wie komme ich denn jetzt an dich? Ja, ich denke mal, dass es dann von unten ansteuerbar ist. Ja. Das wird von unten ansteuerbar nur sein. Gut, ist jetzt ein bisschen unser Problem, dass wir da nicht mit richtig arbeiten können. Könnten wir höchstens mit.
Item-Conduits arbeiten, die wir. Aber doch, wir haben noch welche. Eins, zwei, drei. So viel brauchen wir gar nicht, ne? Müssen nur das Holz ein bisschen entfernen hier vorne. Und jetzt mal eben da runterschleichen, gleich wieder den Block da hinsetzen. So. Dann haben wir. Insert. Klar, dass wir jetzt hier nicht so ganz mehr daran kommen. Oh, ne, 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 ne. Komm wieder her. Komm her. Brauchen natürlich.